Die Spieler vom UFC Münster stimmen sich ein. Auf das Duell gegen die Black Panthers Bielefeld vor heimischer Kulisse. Futsal auf höchstem Niveau in der Futsal-Liga West. Enrique Motta spielt seit 25 Jahren Futsal, seit 5 Jahren beim UFC als absoluter Führungsspieler. Er weiß, dass für neue Zuschauer der Unterschied zum Fußball nicht immer erkennbar ist. Der größte Unterschied ist, dass wir erstmal in der Halle spielen. Das Feld ist kleiner und wir spielen mit 4 Feldspielern ein Torwart. Dann gibt es den Ball, der im Grunde das Gleiche wiegt wie ein Fußball, aber der ist kleiner, hat einen anderen Druck, sodass er, sobald er auf den Boden kommt, bleibt er auch dort liegen. Und die Regeln sind ganz anders aufgestellt, so ein bisschen ähnlich wie Basketball, sodass das Spiel extrem schnell sich gestalten lässt. Futsal ist in Deutschland noch immer eine Amateursportart. Die Mannschaft vom Rekordmeister UFC Münster besteht zum Großteil aus Studenten. Trainiert wird das Team in dieser Saison vom brasilianischen Trainer Ronaldo, dessen Leidenschaft sich auch auf die Spieler überträgt. Ich finde Futsal eigentlich eine viel spannendere Sportart als Fußball im Vergleich. Weil ich denke, beim Fußball 90 Minuten ist erstmal zu lang. Und selbst als Spieler hast du vielleicht mit einem Drittel des Spiels wirklich aktiv zu tun. Und das ist in der Halle natürlich anders. Dass jedes Mal kannst du den Ball bekommen, musst den Ball abspielen und bist ja immer in der Nähe des Geschehens. Das ist, was mich so ein Futsal begeistert, diese Schnelligkeit einfach. Da passiert deutlich viel mehr als bei anderen Sportarten. Aktuell steht die erste Mannschaft des UFC auf dem 7. Platz von 10. Um weiter in der Liga mithalten zu können, sucht der Verein neue Finanzierungsmöglichkeiten. Wir sind aber auf der Suche nach Sponsoren. Das muss jetzt passieren, wenn wir auch auf diesem Niveau weiter spielen wollen oder mit den anderen Mannschaften mithalten wollen, musst du schon Sponsoren holen, damit du die ganzen Kosten der Liga und auch für Spieler, für Auswärtsfahrt und so weiter auch finanzieren kannst. Sonst kommst du nicht hinterher. Im Heimspiel gegen Bielefeld reicht es trotz einiger schöner Spielzüge nicht zum Sieg. Mit 6-8 musste sich der Gastgeber am Ende eines spannenden Spiels geschlagen geben. Für die Zuschauer in der Universitätshalle war es trotzdem ein unterhaltsamer Nachmittag.